Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. Wir haben ein bisschen was zu tun. Oh, ich habe noch auf schnell. Ich wollte das eigentlich, dass alle wieder aus ihrer Pause zurück sind. Oh, was ist denn hier los? Wird hier noch was transportiert? Oh, jo. Die ganzen kleinen Dinos werden noch abtransportiert. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn da noch so viele warten. Wenn er gerade irgendwie gar nichts macht. Vielleicht kann er gerade nicht fliegen, weil das Ding hier kaputt gegangen ist. Unser Expeditionszentrum. Also es gab auch in der Zeit einen kleinen Sturm. Ach, oder hat er gewartet, bis der eine abgesetzt hat? Könnte auch sein. Ja. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, hier ist ein Dino, da habe ich schon geguckt. Der ist an Altersschwäche gestorben, also nichts Schlimmes. Oh, wir haben noch einen toten Dino irgendwo. Du bist tot und... Okay, gucken wir gleich. Ja, du musst ja leider ausbleiben. Hier sind Sachen kaputt. Das wird gerade repariert. Danach würde ich sagen, können wir nochmal auf eine Expedition gehen, denn wir haben ja noch einen Lebendfang, der auf uns wartet. Wie viele Fossilien haben wir? Haben wir da noch... Ne, so viel Platz haben wir ja gar nicht mehr, aber... Können sehr schnell ein bisschen Platz schaffen. Oh komm, wir können den Iguanodon fertig machen. Bin mal gespannt, was gleich mit dem ist. Ob das noch. Das gleich noch da ist. Aber wir sind ja gleich eigentlich mit dem Iguanodon fertig. Haben wir denn noch einen Dreier? Ja, nochmal ein Stego. So, da warten wir jetzt mal kurz, bis es wieder aufgebaut ist. Das sieht gut aus. Dann, ich weiß gar nicht mehr, welche Dinos es da jetzt gab. Oh, ein dieser Riesendinos. Ich würde das nicht in unser Gehege setzen. Oder ihn nicht in unser Gehege. Wir haben eh vor, ein neues Gehege zu bauen. Heute. Ich würde sagen, dass wir fangen damit an. Ich wollte zwar noch mal ein bisschen forschen, aber vielleicht können wir das auch irgendwie alles parallel machen. Attraktionen. Brauchen wir denn unseren Transport? Ist das nicht unter Gebäude eigentlich drunter? Ah, wenn man Sachen suchen muss, das kostet immer Zeit. Müsste eigentlich hier drunter sein. Ein Strom ist richtig, weil da gerade repariert wird. Such das Ding hier. Die Station. Beobachtungsstation, Seilbahn, das ist es halt nicht. Führung. Beobachtungsstellen. Hier kann es nicht drunter sein. Gebäude auch nicht. Bin ich denn gerade so überfragt? Ja, Strom macht gar keinen Sinn. Wege auch nicht. Oh, was haben wir denn hier noch? Klassischer Weg. Ich meine, das ist unter dieser Einstellung gewesen. Da ist sie. Gäste. Dann ganz unten. Okay. Das ist die Frage, drehen wir uns
So oder genau andersrum. So wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Sind ja einfach Rücken an Rücken. Ah, der nächste Kampf, das ist auch ganz gut für unsere Quest. Mal gut durch den breiten Weg. Ach, der nächste Kampf. Passt noch so gar nicht. Okay, gib mir 2 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich nur 2 Minuten haben. Wenn ja, haben wir ein Problem. Also bei so einem Dino, da sollte man auch drüber fahren können mit der Bahn, finde ich. Deswegen mache ich das gerade. Oder will ich das machen? Und wir hatten es hier eh geplant. Oh. Man das jetzt einfach so. Bisschen Platz können wir halt dann doch noch mal sparen. Geld gibt es ja alles wieder. Okay, da haben wir das. Da fährt die Bahn lang. Ruhig einmal zack, 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 so. Das hier brauchen wir noch irgendwie. Hier könnte man eigentlich ein kleines Gehege reinmachen. Wir wollten ja eigentlich mehrere Gehege machen. Also hier könnte irgendein kleiner Dino rein. Denn ja, ne, es ist ein bisschen Fläche. Ganze Infrastruktur haben wir hier oben. Da bräuchten wir jetzt da nicht nochmal zwingend nochmal Hotels oder so. Den großen Dino, den sehe ich dann natürlich nicht. Also der kommt eher woanders hin. Weiß nicht, wie viel Platz der braucht. Oh, das hier passt ja auch perfekt dran vorbei. Das Gehege würde ich halt irgendwie hier vorne planen. Würde ich vielleicht einmal durchziehen. Ja, oder hier rein. Das als eins machen. Dann führt hier die Bahn rüber. Damit das Gehege. Hier unten machen wir nochmal ein paar Stationen. Also hier nochmal Ranger und Medizin. Und wir könnten sogar eine Seilbahn drüber bauen. Für die ganz Mutigen. Was ist denn mit der Idee? Als erstmal glaube ich die Infrastruktur, weil dann können wir die Zäune direkt da dran machen. Ist eigentlich auch noch hier oben, dann ist da auch noch mal was zum Lang gehen. Machen wir eins noch hier unten hin. Beobachtungsplattform, weiß ich jetzt nicht, ob wir die zwingend brauchen. Brauchen auf jeden Fall Stufe 5. Aber jetzt haben die nicht mal denselben Abstand. Einmal brauche ich es, glaube ich, gleich rein. Hier würde ich an den Weg dran bauen. Okay, der Weg ist nicht gerade. Dann machen wir das nicht. Und hier gucken wir auch einmal. Kommst du auch einmal weg, dann machen wir das nachträglich. Achso, ihr steht ja auch vielleicht gar nicht gerade. Müssen wir vielleicht auch ein bisschen beachten, dass deswegen
wir hier so schief sind. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. So, hier können wir ja schön parallel bauen. Machen wir ruhig erstmal so. Dann würde ich einmal ganz kurz gucken. Attraktionen, Seilbahn. Theoretisch könnte es reichen, wenn wir bei dem ersten Pfeiler reingehen. Ein Ticken weiter nach das nochmal verschieben, also so. Probieren wir das mal kurz. Wir sehen ja noch, wo es vorher stand. Hat keinen Strom. Ist aber gerade auch erstmal okay. Weil für die andere Beobachtungsstation brauchen wir eh nochmal Strom. Was haben wir da oben so? 1275. Pi mal Daumen. Hier so. Ja, ist jetzt ein bisschen mehr, aber ist okay. Ist halt ein langes Gehege. So, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Wir wollen zweite Seilbahn. Oh. Könnt ihr auch ein bisschen Ski fahren? Bestimmt, oder? So, das gefällt mir auch soweit. Dann haben wir das. Die sind verbunden. Hier können wir uns das Ganze anschauen. Wir brauchen ein Tor. Wir brauchen anscheinend zwei Ranger-Posten. Ich hätte sehr gerne bei so einem Dino einen Schutzbunker in der Nähe. Und hier vielleicht so ein bisschen versteckt. Haben wir einen breiten Anlagenweg eigentlich? Nee, leider nicht. Dass wir hier Ranger und Medizin machen. Also eine Unterstützungsanlage. Und die. Oh, du bist ja noch größer. Okay, das muss jetzt gebaut werden. Da will ich einen Wald drum haben. Dann warten wir mal ab. Und Strom wird natürlich auch noch eine Geschichte. Wir haben ja natürlich erstmal ein kleines Stromkraftwerk, was 60 Strom macht. Wir können natürlich auch hier nochmal Sturmabwehr machen. Und erhöhten Output. Können wir 90. Dann jetzt muss erstmal gebaut werden. Ich hoffe, der Zaun steht in 2 Minuten. Ah, ist es zu nah dran? Also er verändert die Textur, das heißt, er würde einen Wald machen, wenn er könnte. Er ist gerne wirklich so ein bisschen versteckt.
So nach dem Motto, also oder so wie hier vorne. Vielleicht verschieb ich dich auch noch mal. Dann macht es mich jetzt noch gar keinen Sinn, dass ich alles einstelle, weil das wäre jetzt alles gelöscht worden. Der Tier kommt gleich. Ja, da ist der Wald, perfekt. Strecke unvollständig ist. Okay, ist klar, wissen wir. Na gut, teilweise fehlen noch die Wege, aber Strom ist jetzt erstmal das Allerwichtigste. Damit der Strom generell auch. Achso, hier haben wir, glaube ich, ein ganz anderes. Das halt, oder? Blaue Decke. Ne, da. Das haben wir. Kleines Umspannwerk müsste ja. Okay, komm, wir warten nochmal 2 Minuten, dann können wir den Strom noch in Ruhe machen. So sind die beiden drin. Achso, ist auch noch nicht fertig, der Zaun. Ah, perfekt. Dann haben wir das drin. Können wir hier ein großes Umspannwerk hinsetzen? Das ist möglich. Nein, nicht Verstärker. Gut, dann haben die irgendwann gleich Strom. Also, das ist angebunden und hier. Auch. Du hast noch keinen Strom. Deswegen können wir dich aber auch ehrlicherweise auch erstmal ausmachen. Dich könnten wir jetzt eigentlich wieder anmachen. Jetzt können wir noch gucken, welcher Dino tot ist. So, wir sind fast soweit. Wir machen aber jetzt noch kurz, dass die Aufgaben hinzugefügt werden. Das wird sehr wichtig sein. Kann Ziel nicht erreichen. Warum denn jetzt schon wieder nicht? Ist doch ein Weg. Und da ist doch ein Tor. Transport abgeschlossen. Verstehe ich nicht. Das zu erreichen auch nicht. Darf ich vorstellen? Der Metriacanthosaurus. Sag das dreimal schnell hintereinander. Jetzt geht's anscheinend. Der zwar nicht so groß ist wie seine Verwandten, aber aufrechter steht. Also hat er immerhin eine gute Körperhaltung, wenn er dich in Fetzen reißt. Danke für die Ansage. Da ist er, fehlender Wald. Ich würde sagen, wir fahren mal hin. Der sollte uns jetzt. Okay. Der sollte uns nicht ausbüchsen, wäre er unzufrieden. Was sind das? Errungenschaft freigeschaltet, leicht wie eine Feder.
Oh, sogar nur Stufe 4? Ich habe mir den echt gefährlicher vorgestellt, muss ich zugeben. Ah, und schon greift das Auto an. So viel zum Thema gefährlich. Sagen hier, wo die Leute unterwegs sind, können wir das Wasser machen. Angekettet oder unangekettet ist ihm egal. Und er mag ein wenig Wald. Ranger 19 kann den Weg nicht finden. Du dann auch nicht, oder? Und warum müsste mir jetzt eigentlich jemand erklären? Irgendwie jetzt Bäume drunter, die da ein bisschen irritierend sind. Ihr seht ja hier das Blaue. Ich weiß nicht, ob das dann Natur, Bäume. Da dürfte jetzt nichts mehr drunter sein. Ja, außer vielleicht hier direkt. Achso, da vorne ist noch ein bisschen was Blaues. Hast du vielleicht auch hier einfach Platz zum Wenden oder so? So, hier ist frei. Wenn du hinten wenden möchtest, darfst du es auch gerne tun. So, und jetzt geht es doch eigentlich hier komplett. Okay, das kann ich nicht komplett entfernen. Ey, hör mal, die können jetzt fahren. So, wir können auf eine Expedition gehen. Haben wir jetzt noch heute noch nicht viel gemacht. Genau, da, Stego. Da wollten wir auf jeden Fall nachgucken. 6 Minuten. Dann gucken wir uns die Fossilien an, was mit dem Iguanodon passiert ist. Echt, es fehlt jetzt 1%. Wir haben das echt benötigt. Krass. Dann war irgendwie mit Runden oder sowas. Ja, können wir jetzt zumindest gut Platz machen hier. Auch nochmal nach der Forschung gucken, wo wir da stehen geblieben sind. Achso, lasse die Dinos frei, verletzlich und nicht fit. Levelstand, den können wir, glaube ich. Achso, ne, nicht fit und verletzlich. Da müssen wir ja hier nachgucken. Nicht fit. Ja, die 35 Sekunden können wir warten. So, wer hat keinen Strom? Du bist bei 90. Und du bist auch angeschlossen. Aber wenn der keinen Strom hat, meistens ist das dann irgendwie. Könnte das auch irgendwo ein Generator sein, wie zum Beispiel hier. Okay, du bist aus. Aber er hat immer noch keinen Weg. Warum nicht? Der Weg ist breiter geworden. Klar, der ist ein bisschen hügelig, aber.
Sollte ihm doch eigentlich keinen Abbruch tun, hoffentlich. Ich drehe die ganze Geschichte mal so rum. Komm, wir machen jetzt mal hier wirklich einen breiten Weg raus. Kann ich das hier auch noch machen? Ja. Ich diagnostiziere das Leiden und er fährt los. Das ist vielleicht sogar ganz gut, weil ich bin immer pro Impfungen. Ah, oder hier ist das mit dem Strom. Ja, jetzt ist es nämlich weg. Zähne sind Teil des Verdauungsprozesses von Sauriern. Die gesamte Gesundheit des Tieres hängt davon ab, ob es beißen, reißen und kauen kann. Kann das auch nicht erreichen? Zahn muss behandelt werden, auch wenn Saurier nicht gerne zum Zahnarzt gehen. Kann nicht mit dem Auto erreicht werden. Ist hier irgendwas mit dem Zaun falsch? Ja, ich weiß, wir haben jetzt eine Saurierbedrohung. Ah, neues vollständiges Genom. Iguanodon. Ich weiß es nicht. Müssen wir, glaube ich, abwarten. Oder gleich kommt noch eine Meldung. Wenn ihr wisst, woran es liegt, dann sagt mir das bitte, weil an solchen Sachen, da kann man Zeit verschwenden oder vielleicht auch ein bisschen verzweifeln. In meinen Augen müsste eigentlich hier, das ist ja alles. Na, hier geht es ein bisschen abwärts, aber ein Weg ist da. Keine Bäume mehr. Eigentlich müsste das alles funktionieren. Nicht identifiziertes Leiden. Schon wieder. Nicht fit. Das ist das, was wir wollen. Ich glaube, da ist auch nochmal ein Dino verstorben. Das heißt, wir können auch ruhig zwei ausbrüten. Waren die hier drin? Ja, wie ist der Bestand? Ist in Ordnung. Pflanzenfasern könnten ein bisschen mehr sein, aber 100% Komfort. Alles, was könnte, aber kein Muss ist. Wo ist hier unser Dino? Ich würde mal gern gucken, ob der hier irgendwas auch stehen hat mit einem Bestand. Da ist es, ist eine Ziege. Ich denke mal, es sind Alleingänger, oder? Ja. Ich glaube, sonst hätten wir auch beim Lebendfangen mehr gefangen. Oder die Chance gab, mehr zu fangen. Das ist dann vielleicht eine Ausbüchse oder so. Haben wir hier jetzt eigentlich gerade ein Fahrzeug, was sich darum kümmert? Ne, du fühlst dich nicht zuständig, okay. Dann machen wir das. Ne. Immer noch Team 21. Objektdiagnose beendet. Was ist denn hier passiert? Wir brauchen ein Einfangteam. Hauptsache keine Saurierbedrohung, das ist natürlich auch gut.
So, und Saurier können freigelassen werden. Die müssen ja dann auch nicht länger als nötig da drin sein. Und dann können wir vielleicht noch die Forschung anstoßen. Algenvergiftung. Auch der. Ja gut, vielleicht weil der da außen rumläuft. Hungrig, erkrankt, unerfüllte Bedürfnisse. Ja, das ist gerade sein Gehege, was er da hat. Sein Territorium. Irgendwie hinterm Zaun. Wie auch immer das funktioniert hat. An Expedition können wir, glaube ich, auch nochmal eine zumindest mal anstarten. Da sind wir nicht ganz so weit gekommen. Achso, das sind doch die. Ja. Nein. Dinosaurier ziehen einen in ihren Bann. Oh, wir können die 100% voll machen. Weitere Informationen mit unserer Arbeit an Land, wie auch mit dem aktuellen Ziel. Das machen wir. Darfst du stolz sein. Ich warte jetzt eigentlich gerade darauf, dass die hier freilassen, weil ich hätte gerne auch die Forschung noch kurz gestartet. Ja, du bist aus. Deswegen verstehe ich die Meldung nicht, dass da gemeckert wird. Gedacht, ich habe oder gehofft, dass das da nicht auftaucht. Ah, jetzt können wir es. Perfekt. Dann machen wir das doch direkt. Dann haben wir noch irgendwann mit Verletzungen. Ach, das ist direkt fertig. Das heißt, wir brauchen noch irgendwelche Dinos, die verletzlich sind. Aber die dürften wir Stand jetzt ja, glaube ich, nicht haben. Achso, da wissen wir noch zu wenig. Ah, wir hätten noch einen Stego machen können. Okay. Gut, wir sind noch auf einer Expedition, aber ich hätte gesagt, wir haben die 30 Minuten voll. Das war's dann für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Donnerstag machen wir weiter. Wir müssen mal gucken, womit. Ich, ein paar Gehege gehen natürlich immer. Ein bisschen weiter erforschen geht auch natürlich. Aber das hier triggert mich ein wenig. Also wenn ihr da eine Lösung für habt, dann schreibt mir das ganz gerne. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dann am Donnerstag wieder dabei seid. Deswegen, ja, ich sag mal bis Donnerstag. Macht's gut. Ciao.